Hallo, mein Name ist Janine und ich bin im Rahmen des dentalen Präventionsmanagements für die Gesunderhaltung von Zähnen und Zahnfleisch zuständig. Heute möchte ich Ihnen erzählen, wie Patienten, die mit herausnehmbarem Zahnersatz versorgt sind, in unserer Praxis betreut werden. Regelmäßige Prothesenreinigungen zur Bakterienminimierung sind wichtig für die Mund-, aber auch für die Allgemeingesundheit der Patienten. Lagert sich Zahnstein an der Prothese ab, so kann dies den Sitz negativ beeinflussen. Druckstellen können die Folge sein. Die bakteriell besiedelte Plaque kann gerade bei immungeschwächten Patienten zu einer Verschlechterung des Allgemeinzustands führen, Stichwort Pneumonie. Aus diesem Grund sollten regelmäßig professionelle Prothesenreinigungen durchgeführt werden. Bei uns in der Praxis war das in der Vergangenheit nicht immer so der Fall, weil wir die Prothesen an ein externes Labor geben mussten. Das war aufwendig, der Patient musste mehrere Stunden auf seine Prothese warten und insgesamt war das für den Praxisablauf nicht effizient. Seitdem wir das Prothesenreinigungsgerät Sympro haben, können wir die Prothesenreinigung direkt hier in der Praxis durchführen. Der Patient gibt seine Prothese ab und kann einfach auf die Reinigung warten. Hat der Patient noch einen Restzahnbestand, so reinigen wir diesen in einer professionellen Zahnreinigung, während die Prothese vom Gerät gereinigt wird. Das heißt, der Patient verlässt unsere Praxis mit perfekt gereinigten Zähnen und einem optisch und hygienisch aufgewerteten Zahnersatz. Wir sind sehr froh, dass wir diesen Service jetzt anbieten können und unsere Patienten finden es auch toll. Und wie das funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt. So, hier haben wir jetzt also unser Reinigungsobjekt, eine Prothese mit Zahnsteinanheftungen, mit Verfärbungen, mit Belägen, die also dringend gereinigt werden muss. Wie machen wir das jetzt? Beziehungsweise wer macht es? Das Sympro-Gerät macht es. Ich nehme einmal den Becher hinaus. In dem Becher sind die metallischen Nadeln, die später bei der Reinigung unterstützen. Ich gebe die Prothese in den Becher und fülle dann das Fluid von Sympro hinzu. Doch bevor ich das mache, einmal die Schutzbrille auf, denn Safety first. Am Becher sehen wir eine Markierung für eine Mindestfüllmenge und eine maximale Füllmenge. Irgendwo dazwischen ist es gut. Also die Flüssigkeit hinzugeben, dann den Becher gut verschrauben und in das Gerät geben. Die individuelle Reinigungszeit einstellen. Und los geht's! So, da haben wir das gute Stück. Prothese sitzt gut, prima. Ja, danke. Ja, sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal.